Hallo, ich bin Bodo und ich möchte mit euch was zu Ostern zeichnen. Vielleicht ein Ei. Ein schönes, großes Marzipanei. So wie das jetzt. Aber das liegt ja so schief, das gefällt mir nicht. Ich probiere ein kleineres. Ein kleines Schokoladenei. Na, oh nee, das wird nix. Und jetzt? Jetzt ist es kein Ei mehr. Höchstens ein Ei mit einem Hühnerschnabel. Am besten ich versuch's mal mit kleinen Sperlingseiern, die oben im Baum in einem Nest liegen. Ein schönes Nest mit zwei kleinen Sperlingseiern. Die gefallen mir. Und jetzt bitte das Nest. Ja. Hey, das wird aber ganz schön groß. Für zwei kleine Eier so ein Riesennest? Ich weiß nicht. Und was wird das jetzt? Hey, das sieht ja aus wie ein Hasenohr. Und das sieht auch aus wie ein Hasenohr. Die heißen übrigens Löffel, aber das wisst ihr bestimmt. Ja, das wird doch wohl. Das wird doch wohl. Ich glaube, das wird ein Osterhase. Denn das ist jetzt der Arm vom Osterhasen. Und das wird der Bauch. Und das wird der Rücken. Genau. Und womit soll er laufen? Der braucht ein paar Füße. Da unten, genau. Hey, das sind aber schöne große Füße. Da kann er bestimmt prima mit hoppeln. Gut. Jeder Osterhase hat eine Schnuppernase. Ja. Und einen Mund. Einen Mund mit schönen, scharfen Mohrrüben-Knabberzähnen. Guck mich an. Genau. Und das andere Auge dazu. Ja, eigentlich fehlt jetzt nur noch das Ei, das ich euch versprochen habe. Ein schönes, großes Schokoladenei. Komm, mach mal. Ja. Ein schönes großes Schokoladenei, die mag ich. Und jetzt kommt der Zauberpinsel und macht alles bunt. Ja. Oh, prima. Hey, was ist mit dir los? Wo willst du hin? Mindestabstand 2 Meter. Doch nicht für Osterhasen. Komm wieder her, bitte. Ja, prima. So, Kinder, viel Spaß beim Zeichnen.